Ja, wir hatten die Möglichkeit, uns über die langfristigen Siedlungsentwicklungsstrategien zu unterhalten. Im Fokus standen natürlich Zürich und München. Da noch meinen großen Dank an den Kollegen aus München, der uns einen sehr tiefen Einblick gegeben hat in die Strategien von München. Wir haben auch über Luzern, Bern, St. Gallen und andere Orte gesprochen und da auch gemerkt, dass die Problemstellungen und auch die Möglichkeiten und auch die Lösungswege sehr unterschiedlich sind. Hier unsere drei Thesen. Die erste These: Für die Innenentwicklung braucht es integrierte und langfristige Konzepte. Das hat sich einfach gezeigt. Also integriert heißt alle Themen, Wohnen, Arbeiten, Freiraum, Mobilität, soziale Fragen. Es kann nicht eingleisig gefahren werden. Langfristige Konzepte, eben Strategien, wieso braucht man die überhaupt? Wir haben gesehen, der Vorteil ist, man kann dann Projekte, Vorhaben, Politiken einordnen. Man kann sie messen an den Strategien, man kann auch Vorstellungen generieren und den Menschen auch aufzeigen, oder wohin die Reise gehen könnte. Weiter in dieser These: Wohnungsbau ist dabei ein starker Treiber, aber nicht der einzige. Wir haben viel über Wohnungsbau gesprochen, ist wahrscheinlich das, was ist ja auch die heikelste Nutzung überhaupt, wenn es um Innenentwicklung geht. Dort müssen Territorien verteidigt werden oder erobert werden. Es ist ein Schlüsselbereich im Thema Innenentwicklung. Auch wir kamen zum Schluss, es gibt keine Patentlösungen. Also man kann jetzt nicht überall die gleiche Strategie anwenden. Es kommt ganz auf die Randbedingungen an, die man vorfindet. Die politischen Konstellationen, die räumlichen Bedingungen. Es hat sich gezeigt, Städte, die keine Industrie hatten, die haben keine Industrie brauchen. Die müssen sich ganz anders entwickeln als solche, die über große Brachflächen verfügen. Dann die zweite These: Die Kapazität der Kernstadt, oder man könnte auch sagen Kernstädte, reicht nicht alleine. Es braucht regional abgestimmte Konzepte. Die polyzentrische Entwicklung von Wohnungen und Arbeitsplätzen in der Metropolregion ist Voraussetzung für ein nachhaltiges Wachstum. Das scheint uns absolut zentral. Ich glaube, wir haben zumindest in der Schweiz, aber ich glaube auch in München, da noch einige Aufgaben vor uns. Die Gemeinden, die Regionen machen noch zu wenig miteinander. Sie stimmen sich nicht wirklich aufeinander ab. Also die Diskussion über eine Arbeitsteilung, über eine gemeinsame Entwicklung und Gestaltung der Region ist dringend nötig. Eine Idee aus München war die Wohnbaukonferenz, oder heißt die regionale Wohnungsbaukonferenz, wo über Wohnungsbau eben im regionalen Kontext geredet wird. Aber es hat sich auch gezeigt, die Stadt München ist da der große Treiber, der alle ein bisschen motivieren möchte und mit seiner langfristigen Siedlungsentwicklungsstrategie auch die anderen unter Druck gesetzt zu haben scheint, damit sie jetzt, und die entwickeln jetzt auch Konzepte. Dritte These: Die Innenentwicklungsstrategien, das geht nicht auf. Also die Innenentwicklungsstrategie darf sich nicht nur mit Quantitäten befassen, sondern muss auch Qualitäten beinhalten. Das ist ganz klar. Strategien sind meist sehr abstrakt, allgemein gehalten. Die müssen mit konkreten Bildern und Vertiefungen ergänzt werden. Es hat sich auch gezeigt, man muss sich konzentrieren auf gewisse Areale, auf gewisse Gebiete, wo es sich wirklich lohnt, Innenentwicklung auch zu machen. Ja, dann zu den Fragen, den drei, die so aufgetaucht sind. Braucht es Leidensdruck zur Akzeptanz der Innenentwicklung? Wir hatten anfänglich viele Äußerungen zu gescheiterten Projekten und Vorhaben. Ah, ich muss das. Danke. Also der Leidensdruck scheint ein Thema zu sein. Die zweite Frage: Wie gelingt es, die Eigentümerinteressen und langfristigen öffentlichen Interessen zu kooperativen Konzepten zusammenzubringen?
eine ganz elementare Frage. Es geht ja um Umbau, es geht um Transformation. Es ist eben nicht Entwicklung auf grüner Wiese. Es gibt nur den kooperativen Weg. Aber da gibt es auch wieder, haben wir gesehen in der Diskussion, ganz unterschiedliche Herangehensweise. Und auch um den Erfolg zu suchen, auch das muss man wieder spezifisch vor Ort entwickeln. Ja, wir haben auch gesehen, wenn es um Langfristfragen geht, wo tauchen die zukünftigen Hemmnisse auf? Und da haben wir das Stockwerkeigentum gefunden. Wird propagiert zur Förderung des Eigentums, aber wahrscheinlich sind das die Gebiete, die langfristig sich nicht mehr bewegen werden und wir überhaupt keinen Einfluss mehr darauf haben. So ein Beispiel. Dritte Frage: Wie müssen Verwaltungen und Planungsprozesse gestaltet werden, damit man die Innenentwicklung voranbringen kann? Es zeigt sich, dass Innenentwicklung andere Aufstellungen und andere Ressourcen braucht, vor allem in den Verwaltungen drin. Man muss sich konzentrieren, große Areale mit wenigen Eigentümern entwickeln. Schon das braucht viel, aber der Umbau im kleinteiligen Bestand, München sagt da, das ist für uns das lassen wir geschehen. Wir in Zürich bearbeiten das sehr intensiv mit Personen in der architektonischen Beratung zum Beispiel, aber die sind immer total ausgelastet, also müssten wir dort aufstocken. Also solche Fragen beschäftigen die Verwaltungen und sicher auch Gemeinden, die dann entsprechende Fachleute anstellen müssten. Ja, das ist unser kurz zusammengefasster Extrakt aus dem Workshop. Danke.